Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal von Mission eDrive zu unserem neuen Video von heute Freitagabend. Im letzten Video, am letzten Freitag, haben wir über die Preise gesprochen, über die Tarife in der Schweiz, was es so gibt etc. Und es gab doch so sehr viele Reaktionen auf dieses Video und entsprechend haben wir uns gesagt, wir machen noch einen zweiten Teil. Und heute geht es also raus in die Realität. Aber schaut selbst nach dem Intro. Ja, was soll denn dieses Video überhaupt jetzt noch betiteln? Wir haben ja, wie gesagt, schon alles ehrlich erklärt. Was kostet wie viel? Welcher Tarif? Welchen Ladeanbieter gibt es in der Schweiz? Es hat aber dennoch, wie gesagt, viele Fragen gegeben auch. Ja, stimmt das wirklich? Kann es wirklich sein, dass EnBW günstiger ist in der Schweiz als die Schweizer Anbieter? Und ich sage ja, es ist wirklich so. Und wir nehmen uns also heute mit hier in diesem Video. Wir gehen drei Stationen anfahren, nämlich einmal eine DC-Ladestation und zweimal AC. Einmal an einem öffentlichen Platz, einmal an einem Supermarkt und einmal bei einem Autohändler. Da habt ihr verschiedene Standorte gesehen und natürlich auch, es sind drei verschiedene Netzwerke. Also es ist manchmal Roaming, manchmal nicht, dass man sieht, wie sich das Ganze dann entsprechend verhalten tut. Am Schluss besprechen wir die ganzen Daten, Zahlen, Fakten nochmals am Bildschirm, kurz zusammengefasst, was wir da effektiv erlebt haben. Wir nehmen euch mit jetzt an die erste Ladesäule. Ja, und um uns zu zeigen, was es hier alles so gibt, sind wir mal hier an die Station gefahren hier in Wiel. Das ist eine DC-Ladestation und das sehen wir bereits hier. Zum einen haben wir einen AC-Stecker, seht ihr das? Und dann ein CCS und ein CHAdeMO. Und hier auf der Anzeige sieht man auch, was es ist. 43 kW, 50 und nochmals 50. Und jetzt mal zu demonstrieren, was das denn effektiv kostet. Mit den verschiedenen Anbietern, das zeige ich euch jetzt mal. Und wir gehen mal beim Move rein, zum allerersten Mal. Alles live hier jetzt. Klicken die Station hier an und mal schauen, was es hier kostet. Ich musste mich ja extra registrieren noch für zwei Ladeanbieter, nämlich für Swiss Charge und für Move musste ich mich noch extra registrieren, weil die Preise sonst nicht immer anzeigen. Also Move, hier also, ich will jetzt mal CCS auswählen. Und hier kostet es also jetzt Aktivierungspreis 1,50, Preis der Ladung 59 Rappen pro Kilowattstunde und 15 Rappen pro Minute, wenn man jetzt mit CCS laden würde. Das mal bei Move. So, wir machen gleich weiter und schauen uns den nächsten Anbieter an, nämlich Swiss Charge. Und hier hat man ebenfalls den Parkplatz Rösslikreisel in Wiel. Und hier haben wir auch mal CCS, 50 kW, hier kostet es jetzt pro Kilowattstunde 70 Rappen und 40 Rappen pro Minute bei der Leistung vom Gleichstrom. Ihr seht hier auch angeblendet von 0 bis 150 kW. Wenn ich jetzt den AC nehmen würde, würde ich ja 59 Rappen kosten. Beim Move ist es genau gleich viel, weil die Preise sind ja über 50 kW angegeben. Seht das alles auch im Video, dass ich euch in Infokarten oben jetzt nur einblenden werde. Der nächste Anbieter ist EVPass. Auch hier schauen wir uns mal an. Ich habe mich ja nicht registriert, deswegen mache ich hier überspringen. Hier sollte ich die Preise aber dennoch sehen. Hier zoome ich mal kurz rein. Hat es hier überhaupt eine Möglichkeit zu laden? Nee. Also ihr seht es hier bereits, bei EVPass kann ich mir jetzt schon mal die Station nicht freischalten mit diesem Anbieter, das geht hier nicht. Ich müsste da irgendwo anders hinfahren, nämlich hier zum Beispiel, in Schweden hat es oder in Sirnach hat es eine, aber in Wiel hat es definitiv keine Möglichkeit mit EVPass zu laden, also geht das schon mal nicht. Und dann noch mit Plug and Roll. Und mit Plug and Roll habe ich hier die Möglichkeit, wenn es dann mal lädt, so, da geht es zumindest, ich klicke hier mal an, ebenfalls der Rösslikreisel, wo ich mich gerade befinde. Und hier sehe ich auch bereits die Preise, die sind leicht unterschiedlich beim AC. Wenn ich hier laden würde, hätte ich hier 68 Rappen pro Kilowattstunde und beim DC hätte ich 81 Rappen für die Kilowattstunde, die ich hier bezahlen müsste. Das Ding ist natürlich, wenn ich hier AC laden würde mit dem Hyundai Kona, hätte ich dennoch natürlich nur 7,4 kW, weil der kann ja nicht mehr laden und die meisten Autos können ja sowieso nur mit 11 kW laden und würden hier dementsprechend auch nicht mehr ziehen. Von daher ist dieser Preis doch ziemlich hoch. Ich mache es nur kurz als Vergleich, weil ich es immer mache, nämlich bei EnBW. Mobility Plus, schalte es hier mal an. Ihr seht es auch,
es geht auf jeden Fall mit EMBW. Ich klicke hier also drauf. So, und ich habe hier den Ladepunkt. Und ihr seht hier auch bereits eingeblendet, das ist jetzt natürlich der hier und da Sondertarif. Also ihr müsst da bei diesen Preisen, die hier stehen, noch 10 Cent obendrauf rechnen, damit ihr quasi im Gratistarif drin seid. Aber selbst mit dem Gratistarif hätte ich hier beim CCS hätte ich hier 48 Cent die Kilowattstunde. Beim AC entsprechend 28,2, also 29 Cent nach der Mehrwertsteueränderung. Oder halt eben, wenn man es im Gratistarif drin hat, sind es die entsprechenden 10 Cent mehr. Das hier vom Rösslikheißen in Wiel, ich sage es euch mal kurz. Die Ladestation hier, hier ist mein Auto. Und das ist die Station hier, die kann man entsprechend so freischalten mit den entsprechenden Angaben, die ich vorhin euch gezeigt habe, mit diesen vier Anbietern. Und wir fahren jetzt zum der nächsten Ladestation. Ladesäule hier in Batzenheid. Ich zeige euch mal, was wir hier alles haben. Zum einen haben wir zwei Parkplätze, wir haben zwei Ladestationen mit jeweils vier Steckern, also je zwei natürlich. Wir haben Typ 1 Stecker, seht ihr das? Ja, Typ 1 Stecker und ein Typ 2 Stecker mit Maximum 11 kW. Was der jetzt also kann, das zeige ich euch jetzt auch wieder live in der App drin. Wir starten wieder Move auf. Das erste, ich habe es ja schon angewählt, hier Move Batzenheit, EV-Pass, da sieht man es auch bereits, 1 bis 11 kW, also zumindest die Leistungen, die stimmen doch schon, was da gesagt wird. Und hier haben wir wieder einen anderen Preis, 1,50 Aktivierungsgebühr, Preis der Ladung 45 Rappen pro Kilowattstunde und 5 Rappen pro Minute bei Move. Swiss Charge. Und hier muss ich auch kurz mich wieder orten, EV-Pass, Aldi Batzenheit, das ist also hier. Auch hier sieht man wieder die Leistung, 11 kW beim Typ 2 Stecker und bei 3,6 kW beim Typ 1. Ich klicke mal hier rauf. Und hier sehe ich jetzt eine Startgebühr von 1,62, also pauschal. Und pro Kilowattstunde haben wir hier 54 Rappen für jeweils die Kilowattstunde. Dann bei EV-Pass. Schauen wir mal, ob die jetzt mal funktioniert, weil die anderen haben ja bis jetzt nicht funktioniert bei EV-Pass. Und nein, auch die geht leider nicht mit EV-Pass. Oder schon? Oder schon? Doch, schau mal. Aldi offeriert in einer Stunde. Ah ja. Kam hier der Gratisladen mit Aldi. Und hier steht wieder aktueller Preis 1,50 und nachher 50 Rappen pro Kilowattstunde. Weiß ich jetzt nicht, ob ich hier gratis laden kann. Wäre natürlich schön, aber weiß ich halt nicht. Also, EV-Pass, ich sage mal nichts dazu. Dann Plug and Roll, was haben wir hier? Die ist auch drin, also schon mal gut. Ich kann schon mal mit allen Anbietern zumindest laden. Schon mal einen großen Fortschritt. Ich klicke mal hier rein und hier haben wir jetzt, ja, 11 kW AC, das ist das. 1,86 für den Zugang, also einfach 1,86 für den Zugang. Und danach kostet es 57 Rappen pro Kilowattstunde bei Plug and Roll. Und weil es so schön ist, natürlich auch wieder EMBW. Ich will es einfach nur, auch die funktioniert, also auch die ist da drin. Und auch hier habe ich die zwei AC-Säulen mit 11 kW und zweimal mit 3,7 kW. Und hier sehe ich den gleichen Preis, 98,26 Cent pro Kilowattstunde. Aber wie gesagt, das ist jetzt der Hyundai Spezialtarif, weil ich den natürlich aktiviert habe bei mir auf der App. Bei euch, wenn ihr das nicht habt, dann hättet ihr quasi dann einfach 10 Cent mehr. Aber auch da ist der gleiche Preis vorhanden wie vorhin in Wiel. Ja, und ihr seht eigentlich sonst wirklich schön gemacht, finde ich. Ein schöner Parkplatz. Natürlich leitet man hier nur, wenn man einkaufen geht, aber ansonsten ganz gut. Aber ihr habt auch hier bereits gesehen, es gibt bereits wieder andere Preise bei den vier Schweizer Anbietern. Bei EMBW ist es
derselbe Preis. Weiter geht's zur nächsten Ladesäule. So, wir sind also angekommen an der dritten Ladesäule und ihr seht hier auch, das ist eine Renault-Garage. Hat hier eine Station, eine Typ-2-Station mit 22 kW. Und ja, auch hier machen wir wieder den Vergleich, was die Schweizer Ladeanbieter zu bieten haben. Da ist es doch schon schön. Schauen wir mal hier. Hier habe ich eine 22 kW Säule, wie angesprochen. Und hier zahle ich also keine Startgebühr. Schon mal okay. Ich zahle 45 Rappen pro Kilowattstunde und ich zahle 5 Rappen pro Minute bei Move. Obermerkt mit dem Move Lite, das heißt mit dem Standardtarif, den jeder kostenlos haben kann, also ohne monatliche Grundgebühr. Dann bei Swiss Charge, was würde ich hier zahlen? Auch hier mit dem Standardtarif natürlich. Ich habe mich hier schon geortet, ja. Schwarzenbach, ist das das hier? Sieht danach aus, ja genau. Und ihr seht jetzt hier bereits 1,94 pro Stunde und pro Kilowattstunde 38 Rappen. Also das wird ja doch ziemlich teuer dann, wenn man da länger stehen lassen würde. Käme jede Stunde fast 2 Franken oben drauf. Das hier bei Swiss Charge. Dann schauen wir doch mal bei EVPass. EVPass, hier haben wir es. Ich mache hier auch wieder überspringen. Und mal schauen, ob das hier überhaupt funktioniert mit EVPass. Es sieht nicht danach aus. Nee, das ist nicht möglich hier zu laden mit EVPass. Dass es hier Stationen gäbe, sieht man hier zum Beispiel. Das war ja, da war ich ja vorhin beim Aldi. Und hier geht es aber auf jeden Fall bei EVPass nicht. Und dann noch bei Plug and Roll, auch das noch kurz als Vergleich. Was das hier bedeuten würde. Und es geht auch da. Wir sind auch schon jetzt in der Roaming-Station. Und entsprechend wird es auch teuer. Ihr seht es bereits, das sind die zwei Anschlüsse. 1,86 für den Zugang, also pauschal. 4 Rappen pro Minute. Und 43 Rappen pro Kilowattstunde. Also das ist schon ziemlich teuer dann. Das bei Plug and Roll. Und natürlich auch jetzt wieder EMBW, Mobility Plus. So, interessant ist jetzt, dass EMBW hier nur eine Lademöglichkeit anzeigt, obwohl es hier, ja, es hat effektiv nur eine. Ich zeige es schon mal kurz. Seht ihr, es hat wirklich nur eine, es hat nicht zwei. Also die Angabe vom Plug-and-Roll war sogar falsch. Hier, eine Typ-2-Dose. EMBW, was haben wir hier? Eine Station, Typ-2 und hier wieder den gleichen Preis. Natürlich auch da wieder die Erwähnung. Das hier ist mit dem Hyundai Sondertarif. Da müsst ihr noch 10 Cent oben drauf rechnen. Aber das ist auch schon im Video, das ich ja schon verlinkt habe, erklärt, wie das funktioniert mit EMBW. Ja, das waren mal 3 Ladestationen, die ich euch mal gezeigt habe. Natürlich ist das kein repräsentativer Vergleich, aber man hat doch gesehen, es sind einmal CCS dabei gewesen. Es ist einmal bei einem Einkaufsladen, bei Aldi der Fall gewesen, hier bei also einem Autohändler. Es sind doch 3 verschiedene Standorte, die wir ein bisschen verglichen haben. Wir haben gesehen, es hat niemals den gleichen Preis gehabt. Für das genaue Fazit und die Auswertung würde ich aber sagen, gehen wir wieder zurück ins Studio, denn es ist ja ziemlich regnerisch. Damit ganz herzlich willkommen zurück im Studio. Hier also jetzt für die Auswertung der 3 Ladevorgänge, der 3 Stationen. Und wir schauen uns direkt mal die erste Station an, nämlich das war der Rösslikreisel in Wiel. Noch ganz kurz zu den Daten. Das Auto ist immer das gleiche. Das ist der Hyundai Kona, 64 Kilowattstunden, Baujahr 2019. Der hat eine Ladeleistung von 7,4 kW, einphasig 32 Ampere beim AC, also beim Wechselstrom, und DC beim Gleichstrom knapp 80 kW. Die Station, an der wir getestet haben, habt ihr vorhin schon gesehen, das war beim Rösslikreisel in Wiel im Netzwerk Easy4U. Wir haben hier DC verglichen, also Gleichstromladen verglichen. Wir haben eine Maximalleistung der Station von 50 kW. Der Kona nimmt diese 50 komplett. Und wir haben es so gemacht, 25 Kilowattstunden haben wir angenommen bei 30 Minuten Ladedauer.
Ob diese Werte jetzt genauso zusammenpassen, lässt sich nicht hundertprozentig festlegen, weil wir ja nicht geladen haben. Spielt aber für den Vergleich an sich keine Rolle, weil wir ja alle Werte mit dem gleichen Basiswert quasi genommen haben, also von allen Anbietern. Und am Schluss gibt es dann eine Rangliste, Platz 1 bis 5, wobei 1 natürlich der beste Platz ist. So. Also, Ladeanbieter Nummer 1, Move. Wir haben hier einen Kosten pro Kilowattstunde, haben wir hier 59 Rappen, 1,50 Franken Startgebühr und eine Kosten pro Minute für 15 Rappen. Das ergibt am Schluss 20,75 Franken. Bei Plug and Roll 81 Rappen für die Kilowattstunde, keine Startgebühr und auch keinen Kosten pro Minutentarif. Dementsprechend gibt das 20,25 Franken. Bei Swiss Charge haben wir 70 Rappen für die Kilowattstunde, keine Startgebühr, dafür 40 Rappen pro Minute. Das gibt dann 29,50 Franken. Bei EVPass, ihr seht es hier selbst, man kann da nicht laden. Die Station ist nicht im Netzwerk entsprechend aufgeführt. Entsprechend wird hier automatisch Platz Nummer 5 gegeben, weil wenn jemand mit EVPass laden würde, dann könnte er hier schlichtweg nicht laden. Deswegen müsste er da sowieso auf einen anderen Anbieter zurückgreifen. Entsprechend haben wir hier das so rot gemacht. EnBW noch, vielleicht noch kurz zu erwähnen, haben wir 48 Cent für die Kilowattstunde. Das ist der Standardtarif. Keine Startgebühr logischerweise und keine Kosten pro Minutentarif, ergibt 11,94 €, das in Franken etwa 13,14 Franken betragen würde mit dem Tarif 1,10 für 1 Euro. Also ihr seht hier schon ziemlich deutlich hier an einer Gleichstromstation in Wiel, also ist in der Umgebung, wo ich wohne, da zahlt man fast die Hälfte des Preises mit dem deutschen Anbieter, also mit dem günstigsten Schweizer Tarif. Das seht ihr hier wirklich ziemlich deutlich eingeblendet. Danach sind wir ja zum Aldi gefahren und ich zeige euch das auch hier. Beim Aldi haben wir durch die gleichen Basiswerte logischerweise, das Auto ist das gleiche. Wir haben hier das Netzwerk EVPass, in dem sich die Station befindet. Wir haben hier eine AC-Ladung simuliert, die hat 11 kW maximale Ladeleistung an der Station. Der Kona in meinem Fall nimmt 3,7 kW auf, also er nimmt nur einphasig logischerweise auf. Wir haben hier 5,5 Kilowattstunden Energie simuliert. Und das Ganze in 90 Minuten, entsprechend seht ihr das auch schon, 1,5 Stunden mal 3,7 gibt eben diese 5,5. Wieder die Rangliste und die gleichen Ladeanbieter und wir sehen hier hat es Move 45 Rappen pro Kilowattstunde, 1,50 Startgebühr und 5 Rappen pro Minute. Das gibt 8,48 Franken. Das ist der letzte Platz. Dann kommt Plug and Roll mit 57 Rappen pro Kilowattstunde, 1,86 Startgebühr, keinen Minutentarif, 5 Franken genau. Swiss Charge 54 Rappen pro Kilowattstunde, 1,62 Startgebühr und kein Tarif pro Minute, ergibt 4,59 Franken. Und EVPass, das ist ja bereits hier der Netzwerkbetreiber, EVPass, seht ihr hier, 50 Rappen pro Kilowattstunde, also eine Startgebühr von 1,50 und kein Minutentarif, gibt 4,25 Franken. Und dann natürlich auch noch hier der Vergleich mit EnBW. Wir haben hier 38 Cent pro Kilowattstunde. Diese Tarife entfallen bei EnBW komplett. Auch da wieder, es ist der Standardtarif, also nicht der Hyundai-Tarif, den ich ja habe, den ich euch ja gezeigt habe vor Ort. Das ergäbe dann beim Standardtarif 2,09 €, was etwa 2,30 Franken betragen würde mit dem entsprechenden Wechselkurs. Also ihr seht ja auch hier, es ist deutlich günstiger. Es sind natürlich keine hohen Beträge jetzt in diesem Beispiel, aber es geht ja ums Prinzip, dass man schaut sich mal hier den Vergleich an. Es ist fast der vierfache Preis, den man bezahlt mit dem Schweizer Anbieter. Und das ist doch schon ziemlich, ja, ziemlich deutlich. Es ging dann noch weiter zum Autohaus von Renault und das schauen wir uns jetzt auch noch an. So, wieder hier die gesamtgleichen Daten. Hier hat es im Ladenetzwerk Move sind wir hier. Und wir sind ebenfalls beim AC-Laden. Wir haben hier aber eine 22 kW-Säule. Und nun zieht der Kona also 7,4 kW, weil er ja, wie gesagt, einphasig maximal entsprechend laden kann. 11,1 Kilowattstunden Energie. Das Ganze wieder in 90 Minuten. Also wir haben den gleichen Zeittarif genommen wie vorhin beim Aldi. Die gleiche Legende und wir machen es kurz und bündig. Move 45 Rappen pro Kilowattstunde. Keine Startgebühr, keinen Minutentarif, weil sie eine eigene Move-Station ist. Alle Daten dazu, die Tarife, das habe ich schon im letzten Video erklärt. Ich habe es in der Videobeschreibung verlinkt. Hier 9,50 Franken für den Ladevorgang.
Bei Plug and Roll ist das 43 Rappen pro Kilowattstunde, 1,86 Startgebühr, 4 Rappen pro Minute, ergebe 10 Franken 23. Bei Swiss Charge 38 Rappen pro Kilowattstunde, das ist doch der günstigste von allen. Keine Startgebühr, aber ihr seht hier bereits, Kosten pro Minute ist hier, habe ich ja geschrieben, pro angefangener Stunde wird 1,94 Franken verrechnet. Also es ist nicht pro Minute 3,88, das wäre schon deutlich krass, aber wir haben hier, ihr seht es auch hier eingeblendet, entsprechend die Preise dann. Das gibt dann 8,10 Franken. Und EVPass geht hier wieder nicht, ist nicht kompatibel mit diesem Netzwerk. Und bei EnBW habe ich den gleichen Tarif fürs AC-Laden ja überall. Deswegen auch hier der Preis ist entsprechend tief. 4,64 Franken umgerechnet mit dem Euro-Wechselkurs. Was sieht man hier wieder? Das fast eigentlich das Traurigste am Ganzen ist hier eigentlich, dass die Station ja im Move-Ladenetzwerk ja angesiedelt ist. Aber ihr seht es ja selbst, es ist nicht der günstigste Tarif, was eigentlich so sein sollte, meiner Meinung nach. Sondern selbst mit Swiss Charge ist man ja immer noch günstiger beim Laden im Move-Ladenetz als mit dem Move selber. Und das ist doch schon ziemlich fragwürdig. Dass EnBW der günstigste von allen ist, das war zu erwarten. Schlichtweg einfach, weil es immer den gleichen Preis hat. Das war es also mal hier von diesem Überblick. Das waren wieder ganz viele Zahlen, ganz viele Fakten, ganz viele Informationen für euch. Aber das ist unsere Motivation für diese Videos auch, dass wir euch zeigen, was es denn effektiv so gibt. Und jetzt kann ich euch nur sagen, ich will euch nichts aufschwatzen, ich will euch nicht sagen, ihr müsst das oder ihr müsst das machen, ihr könnt wirklich selbst entscheiden, was ihr wollt. Schaut auf jeden Fall euren Tarif an, was wollt ihr haben, was wollt ihr mit einer Ladekarte bezwecken, wie oft müsst ihr laden, einfach all das, was ich schon erklärt habe. Ja, auffallend war natürlich vor allem, dass wir in diesem Umkreis von diesen drei Ladesäulen, das waren Luftlinie knapp 11 Kilometer Umkreis, hat jeder Anbieter außer EnBW jedes Mal einen anderen Preis gehabt. Und das soll einfach zeigen, wie schwierig es eigentlich ist hier, wenn man die Preise nicht kennt. Wenn man neu ist in der Elektromobilität, wenn man zuerst sich mal dafür interessiert und man umsteigen will, wenn man sich damit sowas beschäftigen muss, dann kann es ein sehr großes Hindernis sein. Und das finde ich, dass wir das aufräumen müssen. Deswegen ist auch dieses Video nochmals entstanden, als nochmals ein Anstoßer quasi, dass man da sich wirklich nochmals Gedanken machen muss. Wenn ihr jetzt euch entscheiden würdet oder wenn ihr euch am Entscheiden seid, was für euch das Beste ist, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, prüft euer Nutzungsverhalten und schaut, was für euch am besten in Frage kommt. Was wollt ihr? Wollt ihr es einfach haben? Dann macht ihr einen Standardtarif, der immer gleich ist, möglichst in vielen Ländern, so wie ich das gemacht habe. Oder wollt ihr wirklich mal ein bisschen diese Challenge haben, das günstigste jeweils herauszufinden? Weil es ist natürlich so, ich habe es auch schon gesagt im letzten Video, EnBW ist nicht immer in der Schweiz das günstigste, es gibt manchmal wirklich was günstigeres, aber der Aufwand, es zu betreiben und zu suchen, ist doch schon sehr aufwendig. Was mich dann entsprechend auf diese Ladekarte, die ich jetzt habe, EnBW, gebracht hat, ist eigentlich nur die Einfachheit. Weil jeder Elektroautomobilist, der mit dem Ganzen anfängt, der vielleicht auch schon jahrelang Elektroauto fährt, der will es möglichst einfach haben. Mein Kriterium Nummer 1 ist das. Was ist euer Kriterium Nummer 1? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, was für euch am besten in Frage kommt, dürft ihr uns auf jeden Fall auch kontaktieren. Wir helfen euch auch da sehr gerne. Wenn ihr noch mehr Videos dazu sehen wollt, können wir auf jeden Fall noch einen dritten Teil machen davon. Ihr seht hier auf der rechten Seite noch ein paar Videovorschläge. Ihr seht auch hier das Video eingeblendet, welches ich, wie gesagt, schon letzte Woche aufgenommen habe, um euch zu zeigen, wie die Tarife überhaupt so aussehen. Und ihr habt hier auf der linken Seite also noch den Abonnieren-Knopf, den ihr natürlich drücken dürft, weil es ist kostenlos, definitiv kostenlos, ohne Grundgebühr und auch ohne Minutentarif. So, und nun hast du es mir am Ende angelangt. Ich freue mich sehr aufs nächste Video für euch. Macht's gut, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal wieder.